möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Koschade von der Firma Detektor Testers. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von Ihnen unsere Produkte zumindest bereits kennen, und zwar die Marken Solo und Testifier. Die Geräte der Marke Solo gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren im Markt. Und wir sind damit auch Weltmarktführer. Das heißt, es ist das am meisten eingesetzte Gerät, um Rauch- und Wärmemelder zu testen. Die Firma an sich stammt aus England. Dort werden die Produkte auch produziert und von da aus in die Welt verschickt. Wir haben ungefähr 120 Mitarbeitern in allen Ländern und vertreiben oder versenden von UK aus in ca. 130 Länder unsere Produkte. Überall dort gibt es bereits Anwender, die unsere Produkte im täglichen Einsatz haben und erfolgreich Rauch und Wärme und auch CO-Melder überprüfen. Zurück, unsere Mission ist es quasi, die Welt der Testtechnologie für Rauch- und Wärmemelder zu revolutionieren. Ganz am Anfang gab es ja die Testgeräte mit den Aerosolflaschen, die immer noch gängig und im Einsatz sind. Mittlerweile haben wir das Ganze weiterentwickelt zu elektronischen Lösungen, in dem Rauchpatronen mit einer Flüssigkeit verdampft werden, die dann auch keine Silikone mehr enthalten, die schädlich für Melder sein können. Das hatten wir schon, über 100 Mitarbeiter. Die Marken, die Sie vermutlich bereits kennen und ja auch schon im Einsatz haben, Solo, Testifier, Scorpion, Smokesaber. Testifier ist ein All-in-One-Gerät, mit dem Sie sowohl Rauch, Wärme als auch CO-Melder entweder separat, also nur einen Rauchmelder, nur einen Wärmemelder, nur einen CO-Melder oder auch eben All-in-One Multifunktionssensormelder auf einmal testen können mit einem Gerät. Das heißt, die Techniker können sich sicher sein, dass sie immer das richtige Gerät dabei haben und nicht plötzlich vor einem Melder stehen, hätte ich doch besser meinen Wärmetester mitgenommen. Scorpion, darauf werde ich nachher noch ausführlich eingehen, ist eine fest installierte Prüfvorrichtung zum Prüfen von schwer zugänglichen Rauchmeldern und auch Rauchansaugsystemen. Wie wir alle wissen, gibt es ja gewisse Normenanforderungen, die uns ja sagen, die Überprüfung der Melder machst du ja nicht nur für dich selber, damit du ein gutes Gewissen hast, dass sie wohl funktionieren wird. Nein, es ist in Normen auch festgeschrieben, wie und wann, wie oft und wo Melder zu prüfen sind. Leider sind ungefähr 10% der installierten Brandmelder, obwohl sie es nicht sein sollten, an schwer zugänglichen Stellen platziert, sei es jetzt von vornherein nicht schön geplant oder auch durch nachträgliche Neuinstallationen, Umbauten, wie auch immer. Kommen wir eben zu dem Thema Scorpion, zum Testen der Melder, an die ich entweder gar nicht oder nur mit extremem Aufwand drankomme. Wie man so schön sagt, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, da wurde mal irgendwann ein Melder installiert. Der sitzt da, funktioniert vielleicht, aber nachdem ich nicht hinkomme, ja, prüft man ihn nicht. Manchmal hat man ihn auch einfach vergessen, dass er da ist. Zum Beispiel in einem schönen hohen Atrium, Einkaufszentrum, Schulen, öffentliche Gebäude. Architekten haben sich was ganz Tolles einfallen lassen, super Gebäudekonstruktion. Ja, an die Prüfung der Melder hat man dann dabei leider keiner mehr gedacht, dass da ja auch irgendwann ein armer Techniker da mal hin muss. In Aufzugsschächten, Treppenhäusern, in Sicherheitsbereichen, wo man einen Techniker, ich sag mal, nicht gerne sieht, Serverräume von Banken, da ist man als Techniker nicht wirklich gerne gesehen, oder wenn dann wirklich nur
mit immensem Aufwand. Wenn man jetzt so schwer zugängliche Melder mit herkömmlichen Mitteln prüfen will, kann es passieren, dass man sich da doch, dass man gewisse Gesundheits- und Sicherheitsrisiken eingeht, weil man oftmals einfach nicht die Möglichkeit hat, eine ordentliche Arbeitsbühne irgendwo aufzustellen. Was macht man? Man hilft sich mit irgendwelchen Leitern, wackeligen Gerüsten, was auch immer. Allgemeine Risikobewertung, Ausrüstung für den Zugang. Man braucht persönliche Sicherheitsausrüstung, Sicherheitsunterweisung. Bereiche müssen abgesperrt werden. Im Fall von Aufzugsschächten ist es notwendig, einen Ingenieur oder einen Techniker von der Aufzugsfirma mit zur Wartung dazuzunehmen. Ist alles unschön, kostet alles Geld und Zeit. Wie gesagt, hier nochmal die Anwendungsbeispiele: Aufzugsschächte, Treppenhäuser, Zwischendecken, die nachträglich auch mal eingezogen sind oder eingezogen wurden, Geschäfts- und Archivräume, Serverräume, Kontrollbereiche, Parkhäuser sind auch manchmal so Fälle, wo man nicht wirklich schön an die Melder rankommt, in Krankenhäusern, in OP-Bereichen, Reinräumen, die mit Reinraumdecken abgehängt sind. In der Zwischendecke ist ein Melder verbaut. Wenn sie da einmal im Jahr ran müssen, hat die OP-Schwester ihre helle Freude. Es sind lauter solche Sachen. Tut der Decke im Endeffekt ja auch nicht wirklich gut. Militärische Einrichtungen, da will sie definitiv keiner drin sehen. Flughäfen, Lagerhäuser. Wie eingangs erwähnt, kann man mit dem Scorpion-System ja auch Rauchansaugsysteme überprüfen, die in Hochregallagern üblicherweise verbaut sind. Wenn das ein 30 Meter hohes Lager ist mit, keine Ahnung, 50 Regalreihen, da ist man dann schon mal eine ganze Zeit beschäftigt. Oder wenn die Regalhöhen, die einzelnen Laden so klein dimensioniert sind, kann es passieren, dass der Kunde sein Lager leer fahren muss. Da ist er einen Tag mit dem Leerfahren beschäftigt. Sie sind einen halben Tag mit der Prüfung beschäftigt und anschließend ist der Kunde wieder einen ganzen Tag damit zugange, sein Lager einzuräumen. 3 Tage Betriebsausfall will keiner haben. Traforäume ist auch so ein Thema. Wenn Melder drin sind in Traforäumen, müssen sie halt auch geprüft werden. Wenn der Trafo aber in Betrieb ist, sollte man da nicht wirklich rangehen. Und wenn, dann macht man das maximal einmal. Und wenn ich da eben ein Scorpion-System verwende, dann kann der Trafo weiterlaufen. Der Betrieb braucht den Trafo nicht runterfahren, kommt zu keinen Verzögerungen, zu keinen Ausfällen. Alles gut. So, wie gesagt, kann ich unseren Scorpion für Punktmelder einsetzen, die schwer zugänglich sind, oder eben auch für Rauchansaugsysteme. Bei Punktmeldern wird das Scorpion-System direkt neben dem Melder platziert. Der Rauch wird in einer Rauchpatrone im Scorpion-System erzeugt. Von dem Scorpion weg geht dann ein Kabel runter zum entweder einzelnen Zugangspunkt oder zu einem Control Panel, kommt darauf an, wie viele Geräte ich da zusammenschalten möchte. Das heißt, das System an sich ist beim Melder installiert, den ich schwer oder gar nicht erreiche. Der Zugangspunkt ist aber in einem Bereich, an den der Techniker ganz bequem ohne irgendwelche Probleme zu bereiten oder zu haben ran kann. Dieses Kontrollkästchen hat auch nur der Techniker dabei. Das heißt, das System ist standardmäßig nicht mit Strom versorgt, sondern erst in dem Moment, wo wirklich eine Prüfung stattfindet, geben wir Spannung auf das Gerät. Das heißt, ich habe auch nicht die Gefahr von Fehlauslösungen oder Täuschungsalarmen, weil irgendwas nicht gepasst hat oder irgendjemand auch auf die Idee kommt. Gerade wenn ich so Control Panels habe, ist ja doch sehr verlockend, wenn die frei zugänglich hängen, dass mal einer hingeht und ui, ein roter Knopf, was passiert da? Kann er ruhig draufdrücken, ist kein Strom drauf, passiert nichts. So mal als Anwendungsbeispiel. Wir haben vor kurzem unsere Scorpion-Testköpfe eben für Rauchansaugsysteme, die über 60 Meter lang waren, eingesetzt.
Hintergrund war dazu, die Halle war ein bisschen höher als diese hier. Und unterhalb des Rauchansaugsystems, das ist ein Automobilfabrikant, wurden kilometerweise fördergebundene Strecken, also bahngebundene Förderstrecken eingesetzt, wo die ihre Teile da hin und her schicken. Das heißt, der Techniker hat überhaupt keine Chance, irgendwann jemals wieder da oben ranzukommen, ohne die komplette Produktion lahmzulegen. Das wollte sich die Firma natürlich nicht leisten, dieses Risiko, dass sie da mal einen Tag nicht produzieren können. Darum haben sie gesagt, Scorpion macht hier doch absolut Sinn, weil die Testpunkte, die Zugangspunkte in der Halle unten auf, keine Ahnung, 1,50 Meter Höhe verbaut sind, wo jeder ganz bequem immer rankommt. Nächstes ist eben die Geschichte mit den Trafo-Räumen, die ich ja schon erwähnt habe. Auch hier kann der Trafo einfach weiterlaufen, ohne irgendjemanden zu gefährden oder den Betrieb stillzulegen. Wenn Sie einen Scorpion-Prüfkopf einsetzen, haben Sie eben, wie gesagt, keine speziellen organisatorischen Koordinationsmaßnahmen, keine Zugangsausrüstung, kein zusätzliches Personal. Sie können das Rauchansaugsysteme können Sie sogar alleine als Techniker überprüfen, weil Sie können am Panel die Zeit einstellen, wie lange Rauch produziert werden soll, oder Sie produzieren einfach so lange Rauch, bis das Rauchansaugsystem Alarm gibt und haben dann auf dem Handheld die Zeit angezeigt, wie lange hat es denn gebraucht. Also müssen nicht mehr zu zweit sein, einer mit einer Kerze, einer mit einer Stoppuhr, jetzt hat es ausgelöst. Nein, könnte theoretisch auch alleine funktionieren. Prüfungen erfolgen im laufenden Betrieb, im Rahmen der Standardprüfung, und ungefähr im zweiten Jahr sind dann die Anschaffungskosten von so einem Scorpion auch schon wieder drinnen. Die Lebensdauer von so einem Prüfkopf, ja, theoretisch 20 Jahre. Wir empfehlen trotzdem nach 10 Jahren, wenn ein Punktmelder ohnehin getauscht werden muss, tauscht das Ding oben mit aus. Sind alle auf der sicheren Seite. Weitere Informationen dazu gibt es auf unserer Homepage. Wir sind auch in Halle 6 vertreten, stehen für weitere Fragen, Erklärungen, Demonstrationen gerne für Sie zur Verfügung. Und das war es dann auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, Halle 6, wir sind jederzeit bis Freitag für Sie da. Dankeschön.